Es ist ja auch teuer. Ich wünsche euch einen wundervollen guten Tag zum mittlerweile vierten Vlog dieser kleinen Serie. Ja, macht Spaß, auch gerade wegen eurer Resonanz und dementsprechend wird dran geblieben. Und ja, heute schon das eigene Check-in gemacht. Ich bin aber gerade so ein bisschen, ich will nicht sagen faul, aber was Progress-Bilder angeht, nicht so motiviert, weil gerade so viele andere Dinge anstehen. Und ja, was soll sich jetzt großartig verändern? Man wird halt fetter, man wird massiver, man wird voluminöser. Und das Gewicht auf der Waage, die Adhärenz zum Gameplan, die ist da. Letzteres zumindest mal so 80%. Aber das war auch eine Sache, die ich dann gesagt habe nach der Season jetzt, nach dieser neunmonatigen Diät, dass einfach auch der eigene Prozess so ein bisschen hinten ansteht und man jetzt nicht full on nur Bodybuilding im Kopf hat. Ich tick die Boxes, ich gehe ins Training, ich mache meine Hausaufgaben, aber nichtsdestotrotz bin ich einfach mit dem Kopf bei so vielen anderen Dingen, dass einfach ja die Basics gemacht werden, aber der Rest dann auch mal hinten anstehen darf. So, jetzt gibt es mein vorletztes Koffein-Serving vor dem Training und dieses wunderschöne Pre-Workout-Meal. 100 Gramm Haferflocken, eine Banane, ein Apfel und 60 Gramm von diesem wunderschönen veganen Protein-Pulver von Quantum Leap im Geschmack Milchreis-Zimt. Ich mache mir gerne da noch ein bisschen Süßstoff in die Oats, ein bisschen Zimt obendrauf und ein bisschen Zimt ins Proteinpulver. Dann schmeckt das Ganze wirklich unfassbar lecker, schmeckt auch so gut. Aber das ist so der Trick. Genau. Nachher steht dann noch eine Prüfel-Body-Session an. Ich bin mal gespannt, wie sich der Bender overall bewegt. Der war letzte Woche, wurde ein bisschen provisorisch umgesetzt, weil ich ja bei der Family meiner Freundin war und dort gab es keine schweren Kurzhanteln. Ich glaube nur 50 Kilo maximal. Wenn ich heute wieder auf meine 58er umsteige, dann wird das interessant. Ich sag's mal so. Aber ja, ihr verliert nicht auf einmal die Kraft, nur weil ihr mal eine Einheit nicht im gleichen Gym trainiert habt. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die muss jeder mal für sich verstehen. Solange ihr Selbstkontrolle an den Tag legt, sauber arbeitet, eure Technik gleich lasst und euch nicht selbst verarscht, kann nicht alles auf einmal weg sein und schief gehen. Also da in sich selbst zu vertrauen und einfach mal zu machen, ist das Allerwichtigste. Und ja, der allerwichtigste Fehler, den noch immer viele machen, ist in ihrer Komfortzone zu bleiben. Ich merke es doch immer und immer wieder, auch bei Technikvideos, bei Feedbacks. Ich sage 3, 4, 10, 20 Mal, da geht noch was. Und wenn ich mir dann das Technikvideo angucke und der Gesichtsausdruck bei Wiederholung 1 und bei Wiederholung X, bei der letzten, noch immer genau derselbe ist, der Kopf nicht rot wird, kein Schrei mal kommt, kein Stöhnen mal rauskommt am Ende, das suggeriert, dass der Satz jetzt anstrengend war, dann frage ich mich schon, ist da jemand einfach nicht all out gegangen, weil er in seiner Komfortzone bleiben wollte oder täusche ich mich vielleicht komplett? Aber ja, mehr als es zu sagen, kann ich dann oft nicht und das ist dann sehr schade, weil ich weiß, die Leute könnten mehr aus ihrem Prozess machen. Ihr seid nicht aus Papier. Das darf man nie vergessen. Ihr seid auch nicht aus Stahl, seid keine Maschinen. Aber im Endeffekt seid ihr robuster, als ihr denkt, wenn ihr, wie gesagt, alle kontrollierbaren Parameter kontrolliert. Und das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass man sich da nicht unnötig in seiner Komfortzone festhält. Gut, das gibt's jetzt. Und dann sehen wir uns, denke ich, gleich im Gym wieder. Ich hole Paula noch vorher ab und dann mal gucken, was wird, wie voll das Gym sein wird. Freue ich mich schon drauf, nicht? Ja, wie ihr seht, hört ihr nichts. Hier einmal aus dem Off, im Videoschnitt. Mir ist aufgefallen, das Mikrofon, das da so keck unter meinem T-Shirt hervorguckt,
hat sich leider Gottes so verhakt, dass irgendwas das Mikrofon blockiert hat. Und dementsprechend ist der Ton ziemlich kaputt. Naja, was soll's. Gott sei Dank habe ich mir nicht vorgenommen, Daily Vlogs zu machen, sondern wirklich nur regelmäßige Einblicke in meinen Alltag, ins Training, weil sonst würde ich durchdrehen, wenn das jeden zweiten Tag passiert oder irgendwelche ähnlichen Vorkommnisse beim Videoschnitt auffallen. Weil das ist halt wirklich, wirklich viel Stress und Arbeit, so einen Vlog über den Tag zu filmen und das halt dann noch mit Instagram zu kombinieren, mit der Arbeit zu kombinieren, gleichzeitig produktiv zu trainieren und das so kurz vor den Shows. Ja, aber ich habe Bock drauf, ich habe wirklich Lust, das durchzuziehen und dementsprechend kommt auch regelmäßig Content hier diesbezüglich und ich freue mich schon auf die nächsten Tage und Wochen, die nochmal deutlich spannender werden als die Zeit jetzt. Jedenfalls sage ich hier nur, ja, Pulldown, bilateraler Pulldown, eine sehr, sehr solide Übung, gutes Movement für die vertikalen Latfaseranteile. Und taugt mir gut, konnte ich auch durchaus progressiv gestalten. Und hier sage ich in den letzten Zyklen, momentan stagniert es so ein bisschen, bin ich ganz ehrlich, aber wir sind noch am Ende des Zyklus in Mesowoche 6 jetzt und so langsam geht die Kraft auch flöten. Hier sage ich nur, ich könnte nicht ohne Liquid Chalk leben und ich kann jedem nur empfehlen, neben Zughilfen bei Pull-Übungen, aber generell auch im Training, auf Flüssigkreide zurückzugreifen. Das ist die beste Investition, die ihr tätigen könnt, weil ihr gewinnt dadurch nur. Ihr geht auf Nummer dreifach sicher und werdet damit einfach eine bessere Griffkraft und eine bessere Kraftübertragung gewährleisten können. Und jeder, der es kennt, abrutschen, keinen guten Grip haben, ist das Schlimmste, was euch passieren kann. Weil dann müsst ihr den Satz vielleicht abbrechen, dann seid ihr mit dem Kopf nicht bei der Sache, weil ihr fest zugreifen müsst und euch darauf konzentrieren müsst und denkt, Gott, bloß nicht abrutschen. Und dann ist halt der ganze Satz nicht so produktiv, wie er vielleicht im Best Case hätte sein können. Naja, hier seht ihr auf jeden Fall, ich weiß gerade gar nicht. Ah, okay, noch ein Warm-Up-Satz. Und ich glaube, jetzt kommt der erste Arbeitssatz mit 105 Kilo. Da habe ich schon mal 11 gemacht, aber irgendwie waren heute nur 10 drin, warum auch immer. Manchmal muss man sich das nicht erklären können und da auch nicht so emotional dran festhalten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil bringt nichts. Ne? Ihr kommt auch wieder an eure alten Kraftwerte, wenn ihr euch in der Einheit, in der ihr euch diese notiert habt, nicht komplett verarscht habt, dann sollte das auch wieder bergauf gehen und von daher sind immer Momentaufnahmen an dem jeweiligen Tag, aber wenn der langfristige Progress stimmt, der langfristige Fortschritt da ist und ihr über mehrere Zyklen, mehrere Wochen, mehrere Monate stärker werdet, dann baut ihr auch konstant Muskulatur auf über die Zeit. Da könnt ihr euch absolut sicher sein. Ich habe heute auch im Check-in zu Jan gesagt, so langsam, ich habe jetzt knapp 93,5, 94 Kilo, was einfach fast 20 Kilo mehr sind als zu Prep-Ende. Das ist schon eine Hausnummer, wenn man sich das mal überlegt. Also wirklich lowest weigh-in waren ja so um den Dreh 75, 7, 76 Kilo. Das ist gute 18 Kilo mehr zu meinem Lowest-Gewicht und gute 14 Kilo mehr zu meinem Stage-Weight. Das darf man auch nicht unterschätzen, weil depleted, dehydriert morgens, ja, nach mehreren Low-Days oder Depletion-Days sogar, klar, da wiegt man da noch immer mal ein bisschen weniger. Wenn ich jetzt depleten würde, würde ich auch 3-4 Kilo weniger wiegen, darf man nicht vergessen. Aber es ist so langsam macht sich halt diese Geschwindigkeit, in der man zugenommen hat, ein bisschen bemerkbar. Jetzt war auch noch Ostern und Co. Und ich will mich gar nicht rausreden, ne? Das hasse ich ja auch oder will ich ja auch nicht, wenn das ein Client von mir macht und sagt, ja, das und das war und jenes. Nee, du hast einfach zu viel gegessen, Mann, wenn du über 2 Monate halt 2-3 Kilo zunimmst, statt 1,5, die geplant waren, dann hast du einfach zu viel gegessen. So, fertig. Und das war bei mir ähnlich und deswegen will ich mich da auch gar nicht großartig rausreden. Also das dazu. Keine Ahnung mehr, was ich da gesagt habe, aber kann nicht allzu wichtig gewesen sein. Ja. Seitdem an dieser nicht mehr produziert werdenden Seithebemaschine, die meiner Meinung nach viel besser ist als die mit Griffen. Aber gut, was schon 80 sagt,
warum sie gesagt haben, dass sie aus dem Sortiment fliegen soll, wissen nur sie selbst. Ich werde dieses Stück Historie hier in meinem Leben verteidigen. Wenn ich mitkriege, dass es rausfliegt, dann kaufe ich es. Wie auch immer, 4 Sätze davon, kurze Pause im Umkehrpunkt, 65 Kilo und ja, ein paar Schuss nach jedem Satz. Genieß die Zeit weg vom Rechner richtig, weil momentan ist wirklich eine heiße Phase, was Wettkämpfe angeht. Jetzt gab es, Gott sei Dank, ich bin sehr happy, auch wenn nach meinem Geschmack das weniger wellenartig kommen könnte. Weil es gibt wirklich so Phasen, da gehen 6 Leute auf einmal und du weißt nicht, wo du hin sollst mit deinen Gefühlen, weil es dich in der Mitte zerreißt, wenn du teilweise wirklich fast mehrere Jahre schon mit Leuten zusammenarbeitest und dann aus dem Nichts Nachricht kommt, ja, ich würde gerne gehen und das Coaching zum Monatsende beenden, dann denke ich mir so, ah, gut, ja, es ist deine Entscheidung, du hast dich für diese Dienstleistung entschieden, du hast auch das Recht, sie jederzeit zu beenden, aber es ist halt mehr als einfach nur eine Dienstleistung und das ist wie wenn einseitig eine Beziehung beendet wird, ziemlich hart. Und auf der anderen Seite, diese Woche oder diesen Monat, 4 neue Onboardings, 4 neue Kickoffs, was mich sehr freut. Allesamt unfassbar tolle Menschen. Eine Athletin, die krankheitsbedingt pausieren musste und jetzt wieder gekommen ist, was mir unfassbar viel bedeutet. Und 3 Athleten, die sehr, sehr, sehr viel Potenzial haben. Wirklich. Und ich bin super hyped, was da die Zukunft bringt. Und ja, es wird gut. 2025 wird ein unfassbares Brett. Ich sag's, wie es ist. Es wird Wahnsinn. Crazy wird das. Wirklich. Ha, war nicht richtig. Aber genauso ist das eben. Jetzt viel zu tun. Die ersten Shows stehen an. Und umso schöner ist es dann auch mal ein bisschen Abstand zu nehmen, auch wenn man sich freut, auch wenn alles toll ist, auch wenn man sehr happy ist über neue Leute. Aber es ist auch mit Arbeit verbunden und man schaltet halt nie so ganz ab. Und dementsprechend jetzt auch mal so ein bisschen Zeit für sich zu haben im Training, im Gym, umso wichtiger. Gut, nächster Satz. So, jetzt werden die 58er zum Gassigehen ausgeführt oder so ähnlich. Oder sie führen mich aus, wer weiß. Auf jeden Fall letztes Mal schon die 58er mal 8 bewegt, heißt eigentlich die Range voll gemacht. Aber gerade bei so Compounds muss man ja auch ehrlich mit sich sein und sagen, okay, war das jetzt wirklich so clean am Ende? Die
dir als 8. Rep wirklich durch oder nicht. Und demnach gehe ich da lieber auf Nummer sicher und bestätige die Leistung nochmal. Ich bezweifle, dass das heute so confident und überzeugend sein wird, aber wir probieren alles. Let's go. 8 Stück mindestens. Schreibt's in die Kommentare. Ist der dann mit der Kamera, oder? Und sie sagt, sie will eine Instagram-Karriere anstreben. Kriegt nicht mal ein Wort raus, wenn die Kamera auf sie gerichtet ist. So geht das nicht. Ja, okay, aber was soll ich jetzt sagen? Ja, das muss dir schon selbst einfallen. Mist. Mensch. Okay, es wird nichts mehr. Leute, 2. Satz, bent over rows. Next up, ein paar Single Arm Rows hier in dieser Hammer Stack Loaded ISO Row Maschine. Und die taugt mir wirklich sehr gut. Ich habe schon öfter mal gesagt, die Plate Loaded ist natürlich noch immer das Nonplusultra, aber ja, allein aus Convenience Gründen und aus Abwechslungsgründen nach über 3 Jahren mit dieser Plate Loaded Geschichte tut das ganz gut, mal ein bisschen was anderes zu haben. Ansonsten fange ich hier immer mit rechts an, weil mein Latt rechts deutlich schwächer ist und auch was die Ansteuerung angeht, einfach hinterherhinkt. Und jeder, der weiß, wie sich ein unilateraler Satz gut dann anfühlt und wie am Sack man danach ist, der weiß auch, dass die andere Seite dann tendenziell ein bisschen schlechter wird als die erste. In allen Belangen. Und dementsprechend Fokus auf die rechte Seite. Deswegen beginnen wir hier. Ob es am Ende einen Unterschied macht, I don't know, höchstwahrscheinlich nicht. Aber das ist ja die Sache. Kleine Verbesserungen, 20 davon kumulieren sich am Ende und ergeben eine große und dann vielleicht auch einen kleinen Unterschied in der Optik oder wo auch immer. Das ist Bodybuilding. Aus jeder kleinen Kleinigkeit das Maximum rausholen, wenn möglich. Und wenn Aufwand und Ertrag im Verhältnis stehen. Und das ist literally kein Aufwand. Gut, let's go. Das Ganze auch ohne Zughilfen, weil der Griff hier aus Gummi ist und da Zughilfen sowieso Arsch sind und der Griff doch so viel Grip hat, dass ich mich da nicht limitiere. Ansonsten immer Zughilfen nehmen. Stück.
Und da war der Ton wieder eher bescheiden. Also keine Ahnung, was ich hier jetzt sage. Ich glaube, ich habe irgendwas gesagt. Ja, jetzt kommen Pullovers und damit die letzte Lat-Übung für den heutigen Trainingstag. Ja, im Endeffekt eine solide Geschichte. Die Pullovers hier nicht zu verwechseln. Den Witz habe ich auch noch gebracht. Wahnsinnig witzig. Wow. Verwechselt Pullovers nicht mit Pullovern. Bin ich stolz drauf. Jedenfalls wirklich sehr skeptisch gewesen, ob mir Pullovers überhaupt taugen. Aber ich habe mich so langsam an die Überzüge gewöhnt und es geht auch gut voran. Der Progress ist definitiv da. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mich so ein bisschen in Überzüge verliebt. Hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt, hätte ich gedacht, jo, nee, danke. Aber es ist ein guter Abschluss. Es ist ein guter Abschluss. Dafür reichen auch immer noch die Konzentrationsreserven, die muskulären Reserven, um einfach nochmal in einem eher höheren Wiederholungsbereich den Lat zu frittieren und da nochmal einen ordentlichen Stimulus zu setzen, der abseits von einem horizontalen oder vertikalen Pull liegt. Was man sich während der Übung auch aneignet. So. Let's go. Ego da nicht mit übernehmen zu lassen, ist nicht so einfach. Ich sag's, wie es ist. Bizepsübung für den langen Bizepskopf in Klein Curls, dieser übelst räudigen Bank, aber es gibt leider keine andere freie Bank mehr in diesem Team. Letzt, beziehungsweise zu guter Vorletzt, ging es dann hier an diese Jesus Curls einarmig, die von jetzt auf gleich unglaublich schwer werden. Also von jetzt auf gleich ist einfach jegliche Kraft weg. Es ist Wahnsinn. Ich denke mir jedes Mal, wer hebt da, wer hebt meinen Unterarm fest?
dass ich ihn nicht weiter bewegen kann. Das ist wirklich, ist was. Aber trotzdem super produktiv und man kann ja auch gut grinden. Ne? Man muss halt nur draufbleiben, nur der Sticking Point. Gerade wenn ihr so halbwegs bei 90 Grad im Ellbogengelenk seid, da geht gar nichts mehr. So, letzter Satz, letzte Chance. Ich würde die Geschichte hier sehr, sehr gerne bilateral machen. Aber hier gibt es leider keine Möglichkeit dazu. Lieben wir. Ich muss die Kamera, glaube ich, anders positionieren, oder? Das ist das Leben eines Content Creators. Eines möchtegern Content Creators. Besser, oder? Ich denke schon. Ich denke schon. Ich bin so durch. Die Einheit heute war wirklich jetzt wirklich, also. Ihr merkt es, ich kann kein Deutsch mehr. Nee, weil ich sagen wollte, die Einheit heute, ja, hat sich nach Woche 6 angefühlt. Das auf jeden Fall. Aber wir haben noch eine ganze Trainingswoche vor uns und dann nochmal 3 Sessions höchstwahrscheinlich. Und dann gibt's den Deload übers Showwochenende nächste Woche bei der GmbF. Ja, so sieht's aus. Jetzt erstmal essen. So, wieder daheim. Und wer hätte es gedacht, es gibt wieder die gleiche Mahlzeit wie heute Morgen. Und zwar mein Quarki. Ein Quark mit Beeren, dunkler Schokolade und so ein bisschen was an Toppings. Ich bin mir immer nicht sicher, ob die Kamera scharf ist. Ich bin mir ganz sicher, auf der anderen Seite, dass ein paar Sachen unscharf waren. Gerade im Gym. Ist mir auch beim letzten Vlog erst im Nachhinein aufgefallen. Aber da machst du nichts. Gut, das gibt's jetzt. Dazu erstmal noch die Reste von meinem Intra und hier noch ein bisschen was von diesem Aloe Vera Drink, den mir Paule mitgebracht hat und hoffentlich nicht nur hier vergessen hat, sondern auch wirklich für mich mitgebracht hat. Deswegen, ja, ne, wird sich jetzt genehmigt. Sagt's nicht weiter. Okay, das dazu. Kohlenhydrate als Pre hauptsächlich implementiert, passt völlig, wirkt sich definitiv auch gut auf deine Performance im Training aus, wird sich gut auswirken und das Körpergewicht ist jetzt auch schön gefolgt. Also die Kohlenhydrate haben jetzt genau das gemacht, was wir hier machen wollten und wenn wir uns mal den Körpergewichtsverlauf ansehen, sind wir jetzt wieder da, wo wir hin wollten. Ja, natürlich habe ich dir diesen Bump hier mit reingegeben, weil wir einfach durch diesen Sprung hier, ich weiß gar nicht mehr, was war denn da? War da ein Urlaub dazwischen? Ah ja, das war München und Rom. So, die letzten Check-ins für heute sind in the books noch 5 an der Zahl gewesen. Und jetzt esse ich hier die letzte verbliebene High-Protein-Pizza von Lidl. Leider, aber die anderen sind alle schon draufgegangen in der Pre-Rahmenzeit. Und ja, ich glaube, jetzt bricht wieder eine Pizzaphase an. Mal schauen. Jedenfalls wird sich das jetzt genehmigt. Nebenbei wird, ich wage es kaum auszusprechen, aber Let's Dance geschaut. Und ich weiß noch nicht, ob ich das hier wirklich mache oder ob ich es mir morgen anschaue, weil ich hasse diese Werbung und ich kann mir echt kein lineares Fernsehen mehr angucken. Das ist ganz schlimm, ganz schlimm. Deswegen auch YouTube Premium damals gegönnt, weil
Das Schlimmste ist, wenn du in einem Check-in ein YouTube-Video aufmachen willst und was zeigen willst und dann Werbung kommt. Katastrophe. Naja, wie gesagt, die Pizza hier wird sich jetzt genehmigt. Ich mache noch ein Thumbnail. Wichtig, so macht man das, oder? So macht man das. Abendliche Fanta Zero darf natürlich nicht fehlen. Die ist sehr geil übrigens. Welchen? Mandarine. Mandarine. Und wir hören uns wahrscheinlich die nächsten Tage mal wieder. Mal gucken, wann der nächste Vlog kommt, weil morgen und übermorgen bin ich in einem Fitnessstudio. Da ist Filmen sehr schwierig, weil der Vogel von Clubleiter sich schon mal vor mich gestellt hat und gesagt, hier filmen wir nicht. Das ist Lied in der Hausordnung, das darf man nicht. Mitarbeiter haben das schon 2 Monate lang gesehen, wie ich mit dem Stativ da war und niemand hat was gesagt. So ein Clown, Alter. Egal, wir hören uns. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Abend. Lasst einen Kommentar da und wenn ihr mich supporten möchtet, kauft mit dem Code Julian10 bei Quantum Leap ein. Würde mich sehr freuen. Und ja, jetzt bevor die kalt wird, ne? Ihr wisst Bescheid.